Das Zusammenarbeiten mit unterschiedlichsten Menschen, die eine unterschiedliche Geschichte haben, eine unterschiedliche Herkunft haben und auch zum Grunde unterschiedliche Interessen haben. Und es funktioniert trotzdem partnerschaftlich und kollegial. Dass verschiedene Altersgruppen, aber auch Männer und Frauen zusammenarbeiten in verschiedenen Projekten, auch aus anderen Herkunftsländern, und das ist bei Computer Center gang und gäbe. Diversity bedeutet für mich Akzeptanz von verschiedenen Meinungen, Einstellungen und verschiedenen Menschen. Bei Computer Center, diese Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht, auf jeden Fall die Bereitschaft, Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters, auch durchaus mit Behinderungen an Bord zu nehmen, das finde ich persönlich sehr gut und sehr bewundernswert. Wird man sicherlich nicht bei vielen Arbeitgebern so finden. Diese Frage ist schwierig, weil für mich ist es selbstverständlich. Um erfolgreich zu sein als Unternehmen, ist es ganz wichtig, verschiedene Charaktere, Personen und auch entsprechende Nationalitäten einfach zu haben, um Erfolg zu haben. Viele verschiedene Kulturen, ein guter Mix aus allem an einem Ort. Diversity bedeutet für mich, dass es an sich kein Thema ist im Zusammenarbeiten und im Zusammenleben hier bei Computer Center, aber trotzdem als Mehrwert in der Zusammenarbeit erkannt wird. Ja, in meinem letzten Projekt hatte ich Mitarbeiter aus 6 verschiedenen Nationen und es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Diversity ist für mich ganz normal alltäglich. Wir sprechen alle Englisch, alle aus meinem Team haben irgendwelche Hintergründe aus irgendwelchen anderen Nationen oder menschliche Hintergründe, und wir sind ein super Team, ist eine kleine Familie geworden. Ja, das ist Diversity für mich, wird gelebt hier. Bei Computer Center bedeutet das für mich, dass egal wie unterschiedlich die Menschen und wir Mitarbeiter sind, jeder einen Platz bei Computer Center im Team findet und wir eben ein Team sind und wir zusammen Computer Center sind.